Alle Experten sind sich einig. Das Einzige, was gegen pathologischen Narzissmus hilft, insbesondere der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ist der Kontaktabbruch. Weshalb das so ist und was du einem Narzissten dabei signalisierst, werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Wenn du es mit einem Narzissten zu tun hast, du weißt, dass du es mit einem Narzissten zu tun hast und du kannst dich einfach nicht befreien. Er kommt immer wieder zurück. Er schafft es, dich zurückzuhuvern, dass ihr schon wieder in einer Beziehung seid. Er lässt dich nicht in Ruhe und vor allem hast du das Gefühl, dass du wie durch einen Nebel denkst und dieser Nebel vergeht einfach nicht, dann willst du dir dieses Video anschauen. Es wird die Frage aufklären, wie du wieder Klarheit finden kannst in deinem Leben, wie du den Heilungsprozess anfangen kannst und warum der Kontaktabbruch zu einem Narzissten alles andere als einfach ist. Narzissten sind notorisch dafür, Grenzen immer weiter überschreiten zu müssen. Sie respektieren die Grenzen anderer Menschen ganz klar nicht. Ein großer Teil davon kommt daher, dass sie deine Grenzen tatsächlich einfach nicht kennen. Andere Menschen sind für Narzissten egal. Du als Partner bist dem Narzissten egal, was du denkst, wie du dich fühlst. Es dreht sich alles immer um den Narzissten. Dementsprechend versteht er erst gar nicht oder erkennt erst gar nicht, was viele deiner Grenzen sind, weil es ihm einfach schlicht und ergreifend egal ist. Du kannst es ihm 1000 Mal sagen. Er wird im Moment sagen, ah ja, okay, verstehe. Und morgen wird er direkt wieder diese Grenze überschreiten. Das ist erstmal nicht böswillig gemeint. Er weiß einfach nicht, dass das eine Grenze ist. Nicht, weil er nicht die Möglichkeit dazu hätte. Er hört einfach nicht zu, denn du bist ihm egal. Es gibt aber wiederum diese Momente, wo Narzissten ganz bewusst und ganz klar gezielt deine Grenzen überschreiten. Wenn Narzissten also durchaus erkennen und verstehen, dass das eine Grenze von dir ist und du sagst, halt, stopp, bitte nicht weiter, dann bekommen sie einen triebartigen Impuls, diese Grenze zu überschreiten, direkt einmal drüber. Das machen sie einmal ganz klar direkt und auch indirekt. Narzissten finden immer eine Möglichkeit, irgendwie eine Ausnahmesituation herzustellen, deine Grenzen überschreiten zu müssen oder zu dürfen. Ein Beispiel hierzu ist, dass wenn du die neueste Folge deiner Serie noch nicht gesehen hast, er oder sie aber schon, dann muss er dir unbedingt irgendetwas dazu erzählen. Und du sagst, bitte sag einfach gar nichts, ich werde mir diese Folge heute Abend noch anschauen. Er muss zwanghaft eine Möglichkeit finden, dir trotzdem etwas von der Folge erzählen zu müssen, ohne dass er dabei die Folge für dich kaputt macht. Meistens wird er trotzdem die Folge für dich kaputt machen. Du sitzt am Rand deines Sitzes und hoffst, dass er nicht irgendetwas sagt, was ausschlaggebend ist. Und er wird ganz geschickt versuchen, drum herum zu reden, damit er trotzdem dir etwas erzählen kann von der Folge. Und am Ende denkst du dir, okay, du hast es mir zwar nicht direkt kaputt gemacht, aber irgendwie hast du es trotzdem gesagt. Warum kann ein Narzisst da einfach nicht loslassen? Das gibt einem Narzissten das Gefühl der Kontrolle. Er weiß etwas, was du nicht weißt und er muss dir dann unbedingt da etwas erzählen. Denn beim Grenzüberschreiten an sich bekommt ein Narzisst auch das Gefühl der Kontrolle, Macht und Überlegenheit. Das, was ja so viel vom narzisstischen Verhalten erklärt. Macht, Kontrolle, Überlegenheit. Eine Frage steht jetzt aber noch offen. Was passiert, wenn du einem Narzissten ganz klar eine Grenze setzt? Stopp, sag nichts. Ich will nicht, dass du mir das wieder kaputt machst. Der Narzisst wird dann beleidigt sein und dir extrem ins Gewissen reden. Warum bist du so direkt? Ich wollte doch einfach nur mit dir über etwas reden, wo ich weiß, dass dir das wichtig ist. Ich wollte doch einfach nur Zeit mit dir verbringen und mich mit dir austauschen, weil ich so gerne mit dir rede. Aber das willst du ja anscheinend nicht. Okay, ich gehe dann halt, du brauchst mich sowieso nicht, du willst eh nicht mit mir reden, du hasst mich ja sowieso. Ich gehe dann halt und ich werde mich auch nicht mehr bei dir melden. Mach dir keine Sorge, ich verschwinde jetzt einfach komplett. Du denkst dir dann, nein, das meine ich doch gar nicht. Ich will doch einfach nur eine Grenze setzen. Das heißt nicht, dass du dich komplett zurückziehen musst. Das ist ein Klassiker, der passiert, wenn Narzissten immer weiter ganz klar Grenzen überschreiten und du dann eine klare Grenze setzt, dann wird er sagen, okay, dann mache ich halt einfach gar nichts mehr, du brauchst mich ja nicht. Dann werden sie trotzig und instinktiv kommt dadurch das Gefühl auf, zurückzurudern. Oh nein, jetzt war ich zu direkt. Nein, nein, du kannst mir trotzdem was erzählen. Komm, erzähl mir was von der Folge. Und schon wieder lädst du ihn jetzt schon fast ein, deine Grenzen zu überschreiten. Fällt dir was auf bei diesen drei Möglichkeiten?
In allen drei Szenarien, die ich gerade geschildert habe, hast du nicht die Möglichkeit, klare Grenzen zu setzen. Du kannst nicht gewinnen, du bist immer am Verlieren. Entweder er hört sowieso nicht zu, wenn er die Grenze tatsächlich verstanden hat, dann will er diese überschreiten. Und wenn du klar eine Grenze setzt, ganz klar eine Grenze setzt, damit er das einfach nicht falsch verstehen kann, dann bist du so gemein, dann bist du böse, er ist verletzt und wird dir extrem ins Gewissen reden. Du wirst also dazu getrieben, wenn du eine Grenze tatsächlich setzen möchtest, unglaublich überdirekt zu sein und dass dir dabei egal ist, ob der Narzisst dabei verletzt ist oder nicht. Sonst wird die Grenze einfach nicht respektiert. Genau dieser Punkt ist jetzt ausschlaggebend, um zu verstehen, warum der Kontaktabbruch so wichtig ist. Wenn du dich trennen möchtest von einem pathologischen Narzissten, was ich auf jeden Fall rate, und der Kontakt weiterhin bestehen bleibt, dann ist in den Augen des Narzissten die Beziehung überhaupt nicht vorbei. Dann funktionierst du zurzeit einfach nicht richtig und er muss dich zum Verstehen bringen, dass ihr eigentlich füreinander bestimmt seid. Er wird tatsächlich dann auch gern, und das habe ich schon öfters gehört, langsam wieder auf dich zukommen, zu sagen, wir können ja Freunde sein, ist ja alles gut. Dann wird er irgendwie wieder einziehen und dann ist er die ganze Zeit wieder da. Er wird nicht gehen und auf einmal schwuppdiwupp, ihr seid wieder in einer Beziehung drin. Dann haben sich die Menschen bei mir gemeldet und wir haben zusammen herausgefunden und ausgearbeitet, sie wollen eigentlich überhaupt nicht mehr in einer Beziehung sein mit dem Narzissten, wissen aber nicht, wie sie sich befreien können. Sie wissen einfach nicht, wie sie sich zurückziehen können, ohne den Narzissten dabei zu verletzen. Das Zweite geht nicht. Du wirst den Narzissten dabei extrem verletzen und er wird dir unglaublich ins Gewissen reden. Mir geht es so schlecht ohne dich. Ich muss jetzt auf der Straße leben ohne dich, weil du mich rausgeworfen hast, weil du so böse bist. Mein Leben ist zerstört wegen dir. Ist das aber tatsächlich so? Die Antwort ist ganz klar nein. Narzissten werden Annahmen machen. Sie werden dir sagen, du bist daran schuld, dass es mir so schlecht geht. Obwohl du dich einfach nur zurückgezogen hast und dich in Schutz bringen möchtest. Ein Narzisst hat selbst daran Schuld, dass er dann in dieser schwierigen Lage ist und wird tatsächlich bewusst und extra sich in schwierige Lagen bringen, damit er dir dann zeigen kann, guck mal, wegen dir geht es mir so schlecht. Du wirst dann ein unglaublich schlechtes Gewissen bekommen und denken, jetzt muss ich ihm aber helfen. Das machen Narzissten bewusst und extra, damit sie wieder zurückkommen können, damit es wieder zum Alten zurückgeht. Das ist diese Manipulation von Narzissten. Manipulation ist hinterhältig und funktioniert. Vor allem dann, wenn Grenzen setzen dir sowieso schon schwerfällt, wenn du sowieso schon keine böse Person sein möchtest. Das werden Narzissten ganz klar ausnutzen. Sie werden dich als böse Person hinstellen, wenn du dich einfach nur zurückziehst. Dann warten sie auf den Moment, dass alle Menschen in ihrem Umfeld endlich verstehen, dass er es ja nur gut gemeint hat und dass er hier die gute Person ist und dass alle Menschen ihn nur falsch verstanden haben. Darauf wartet ein Narzisst. Anstatt aber mal sich Gedanken zu machen, warum hassen mich die Menschen in meinem Umfeld? Warum hasst mich mein Partner, meine eigenen Kinder? Jeder wendet sich gegen mich. Vielleicht sollte ich mal zu einer Therapie gehen. Nein, nein. Alle anderen müssen mal eine Therapie machen. Dazu werden pathologische Narzissten stehen. Wenn du also nicht unglaublich direkt einem Narzissten sagst oder signalisierst, ich will absolut nichts mehr mit dir zu tun haben, dann wird er die Grenze, dann wird er die Distanz ganz klar nicht respektieren und ganz langsam werdet ihr am Anfang wieder in eine Beziehung, wieder in den regelmäßigen Kontakt reinrutschen. Das höre ich immer weiter. Er war so freundlich. Ich dachte, es ist ja nichts dabei. Wir hatten immer mehr wieder Kontakt, bis zu einem Punkt, wo ich dann wieder eine Grenze gesetzt habe, bis zu einem Punkt, wo er dann mir gezeigt hat, ich will eigentlich mehr. Sagen wird das natürlich nicht. Er wird sagen, ich will ja nicht mehr von dir. Damit du denkst, okay, es ist ja sicher. Wenn du dann wieder eine Grenze setzt, dann wird es unglaublich schnell wieder umkippen. Wie kannst du so böse sein? Wie kannst du so gemein sein? Es ist alles deine Schuld. Obwohl er davor gesagt hat, ja, ich verstehe. Ich muss an mir selbst arbeiten. Das sagen Narzissten nur, damit du wieder zurückkommst. Narzissten meinen diese Sachen nicht. Narzissten werden tatsächlich auch gerne dir vorwerfen, du bist ein Narzisst, nicht weil sie es innerlich ehrlich meinen, sondern weil sie einfach nur wollen, dass du dich schlecht fühlst und aufhörst damit. Einfach nur nicht mehr so anstrengend bist und wieder richtig funktionierst. Also im Endeffekt, dass du deine eigene Persönlichkeit aufgibst und dich ganz klar unter ihm einordnest. Eine Frage in der Zusammenarbeit, die wir auch tatsächlich dann rausarbeiten, ist, dass man sich selbst die Frage stellt, darf ich das eigentlich überhaupt?
Bin ich jetzt nicht zu böse? Darf ich einfach nicht zurückschreiben? Und die Antwort ist ganz klar, ja, du darfst auf dein eigenes Wohlsein achten. Vor allem, wenn ein pathologischer Narzisst deine Qualität des Lebens, dein Wohlsein so unglaublich einschränkt, du durch Honig hindurch denkst, du deine Persönlichkeit aufgibst, du seine oder ihre Stimme immer weiter im Kopf hast, dann darfst du dich zurückziehen. Es steht dir ganz klar zu. Ausschlaggebend ist hier, dass du nicht versuchst, eine andere Person zu verletzen, sondern du versuchst, dich selbst zu schützen. Was bei Narzissten Hand in Hand einhergeht, wenn du versuchst, dich selbst zu schützen, dann wird er es als Verletzung aufgreifen. Narzissten haben eine ganz klar gestörte Kommunikation. Sie interpretieren überall eine Verletzung hinein und nehmen viele Sachen so unglaublich persönlich, obwohl es überhaupt nicht so gemeint ist. Deswegen ist es schwierig, eine Beziehung auf Augenhöhe mit einem Narzissten zu führen, weil du ihm ständig entgegenkommen musst und erklären musst, das war doch nicht so böse gemeint, es ist doch alles gut. Und gleichzeitig überkommunizieren Narzissten, wenn sie verletzt sind. Sie sind also unglaublich schnell verletzt, werden dich dann unglaublich heftig zurückverletzen, um zu signalisieren, ich bin jetzt verletzt. Anstatt das anzusprechen, werden sie dich dann bestrafen. Du weißt dabei leider nur nicht, dass du bestraft wirst manchmal und weshalb du jetzt bestraft wirst. Jetzt haben wir also die Frage aufgeklärt, was signalisierst du einem Narzissten beim Kontaktabbruch? Nur beim Kontaktabbruch wirst du ihm signalisieren, es ist vorbei. Sonst wird er es einfach nicht verstehen. Du möchtest, dass der Narzisst gekränkt ist. Du möchtest, dass der Narzisst schlecht über dich denkst. Wenn du noch daran haderst, dass ihr ja positiv, harmonisch auseinandergehen könnt, dass der Narzisst nicht schlecht über dich denkt, das wird insbesondere bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung einfach nicht passieren. Du wirst im Auge des Narzissten eine böse, gestörte, kranke Person sein, wenn du dich einfach nur zurückziehst. Denn du stellst dich ja nur so an, warum kannst du nicht normal sein und einfach alles über dich hergehen lassen und dir dann noch anhören, warum du so böse bist, obwohl du so unglaublich verletzt und dein Leben schon fast zerstört wurde. Du wurdest in die Suizidgedanken hineingetrieben und trotzdem musst du dir jetzt anhören, warum du ja so böse bist, warum der Narzisst es ja nicht so böse gemeint hat. Es ist egal, ob er es böse gemeint hat oder nicht, was er dir angetan hat, ist ausschlaggebend. Solange du die Hoffnung nicht aufgibst, trotzdem eine gute Person zu sein in den Augen des Narzissten, dann wird es nicht funktionieren und du wirst dich nicht befreien können. Warum ist jetzt der Kontaktabbruch so wichtig? Warum wird das von allen Experten immer weiter empfohlen? Der Kontaktabbruch ist der erste Schritt, um die Heilung anzufangen. Vorher kannst du vergessen, du kannst es direkt durchstreichen, mit der Heilung anzufangen. Es wird nicht funktionieren. Das muss dabei sein, um eine endgültige Heilung erleben zu können. Es gibt eine Ausnahme hier, nämlich wenn ihr gemeinsame Kinder habt. Manchmal kann man den Kontaktabbruch nicht komplett durchziehen und hier gilt, den Kontakt zu reduzieren, so minimal wie möglich zu halten. Auch hier aber ist es in manchen Fällen sogar besser, trotz gemeinsamen Kindern den Kontaktabbruch einzuleiten, wenn es zum Beispiel gefährlich wird. Wenn der Narzissmus zu schlimm ist und du merkst, dass deine Kinder schon extrem darunter leiden. Wenn der Kontakt nicht da sein muss, dann rate ich dir, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, den Kontakt tatsächlich abzubrechen. Es hindert dich dabei, klar denken zu können. Kommt dir das bekannt vor, dass du einen Schritt nach vorne machst, du hast Erkenntnisse gemacht, du kannst wieder klar denken? Genau dann kommt eine Nachricht vom Narzissten. Genau dann schlängelt er sich wieder in dein Leben. Und dann kommt der Nebel wieder zurück und du gehst 3 Schritte wieder nach hinten. Du wirst einen Schritt nach vorne machen und direkt wieder 2 Schritte nach hinten machen, wenn der Kontakt da ist. Denn du wirst in die alten Glaubenssätze immer weiter reingeschoben. Dieses Wort bitte einmal aufschreiben und einen Kreis drum machen. Glaubenssätze. Das ist der Grund, weshalb du so lange mit einem pathologischen Narzissten überhaupt zusammen warst. Ein Mensch, der nicht bestimmte Glaubenssätze in seiner Kindheit mitbekommen hat und durchaus vielleicht sogar eine traumatisierende Kindheit erlebt hat, wird sich auf einen pathologischen Narzissten einlassen. Denn Narzissten werden tatsächlich öfters diese Phasen durchleben mit Menschen, wo sie die andere Person erst komplett idealisieren und dann aber es diesen Umschwung gibt in die Demütigung, in das Entwürdigen. Dann werden aber Menschen, die es nicht von der Kindheit her kennen, sich umdrehen und gehen und sich denken oder sagen,
eigentlich mag ich dich, aber irgendetwas stimmt mit dir tiefgründig überhaupt nicht. Das geht einfach nicht. Ich bin weg hier und ich kann dir auch nicht helfen. Wenn du das jetzt von der Kindheit her kennst, wirst du es vielleicht erkennen und genau deswegen dich auf diesen Menschen umso mehr einlassen. Mit den richtigen Glaubenssätzen kannst du in einem Zimmer sein mit 100 Menschen und einer davon hat die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Du wirst dich trotzdem auf diese eine Person einlassen, weil du denkst, diese Person ist stark. Diese Person hat eine eigene Meinung. Die anderen Menschen, die sind nicht stark, die sind irgendwie schwach. Das hat mit deinen Glaubenssätzen zu tun, auch wenn es jetzt nicht direkt Narzissmus ist. Vielleicht war einer deiner Elternteile bipolar. Vielleicht hatte einer deiner Elternteile eine Angststörung oder Schizophrenie. Es können unterschiedliche Sachen sein. Häufig, wenn nicht meistens, hat tatsächlich ein Narzisst selbst narzisstischen Missbrauch erlebt. Wenn der Kontakt jetzt also immer weiter da ist, auch wenn er nur minimal da ist, du offen bist für einen Kontakt, du emotional erreichbar bist irgendwie für den Narzissten, dann wird es dich zurückhalten und du wirst in dem Nebel bleiben, weil er dich in die Glaubenssätze zurück hineinschiebt. Ich habe zuzuhören. Ich ordne mich andere Menschen automatisch unter. Die andere Person gibt die Stimmung vor. Ich bin viel zu schnell übergriffig. Ich möchte nicht übergriffig sein und werde mich extrem zurückhalten. Ich werde meine eigene Persönlichkeit in den Hintergrund rücken. Ich habe es nicht verdient, meine Persönlichkeit nach außen hin zu zeigen. Ich darf nicht schlecht gelaunt sein. Ich muss immer für die andere Person da sein, aber die andere Person muss nicht für mich da sein. Ich vergiss schnell, wenn ein anderer Mensch unglaublich böse und gemein zu mir war. Das ist sehr auffällig, dass Opfer von Narzissten oder Betroffene, die in diesen Beziehungen oder Freundschaften sind, dass sie unglaublich schnell vergessen, wie bösartig andere Menschen mit ihnen umgegangen sind. Wie bösartig andere Menschen zum Teil mit ihnen umgehen. Sie können am Boden zerstört sein, am Weinen sein. Am nächsten Tag haben sie es schon wieder vergessen, denn nur so kann man mit einem Narzissten zusammenleben. Wenn man ein Kind ist, kann man nicht einfach gehen. Man muss irgendwie damit klarkommen. Und eine Möglichkeit, damit klarzukommen, ist einfach dann zu vergessen. Wenn jemand so böse mit mir war, das vergeht aber leider nicht, sondern das wird der Körper aufsaugen, die Psyche wird das aufsaugen, diese Wut. Und dann kann das tatsächlich auch psychosomatisch sich zeigen und du wirst vielleicht sogar Krebs bekommen. Du wirst körperliche Beschwerden bekommen. Das hört man immer weiter, dass Menschen körperlich krank werden, wenn sie mit pathologischen Narzissten zusammen sind. Zum Schluss möchte ich dir jetzt gerne noch einen Punkt mitgeben, der sich erstmal vielleicht etwas seltsam anhören wird. Nämlich dem Narzissten den Respekt zu geben und zu zeigen, was du tatsächlich von ihm hältst. Narzissten wünschen sich, dass Menschen direkter mit ihnen wären, können aber nicht damit umgehen. Als Folge dessen werden die Menschen in ihrem Umfeld sich immer weiter zurückziehen und zu einem Mäuschen werden. Dann wird einem vorgeworfen, warum bist du so hinterhältig? Warum bist du nicht direkt? Warum bist du so ängstlich? Weil es einem einfach nicht gestattet wird, ehrlich zu sein. Wage hier den Schritt, tatsächlich ehrlich zu sein und den Narzissten einmal zu sagen, was er in deinen Augen ist. Zeig ihm den Respekt, den Kontaktabbruch aufrecht zu erhalten, weil du ihn nicht magst, weil du eine Abscheu vielleicht sogar ihm gegenüber hast. Haben Narzissten Respekt verdient? An sich nicht wirklich, weil sie selbst so unglaublich bodenlos, respektlos mit ihrem Umfeld umgehen. Sei aber eine bessere Person. Zeig ihm den Respekt, ehrlich zu sein, was du von ihm hältst, was mit ihm nicht stimmt. Erwarte dann ja nicht, dass ihr dann wieder zusammenfindet. Wenn du es mit einer narzisstischen Person zu tun hast, die jetzt nicht unbedingt in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung drin ist und du möchtest einen Draht wieder zu ihr finden, dann rate ich ganz klar davon ab, ihr jemals auch nur ansatzweise zu vermitteln, dass sie Narzisstin oder dass er Narzisst sein könnte. Denn das wird eine unglaubliche Eskalation hervorrufen. Wenn du dich trennen möchtest, dann lege ich dir tatsächlich ans Herz, ihm das ganz klar zu sagen. Denn du bist ehrlich. Du kannst ihm einmal sagen, was du wirklich denkst. Andererseits wird er gekränkt sein und dann wird er dich in Ruhe lassen wollen. Wenn ein Narzisst erkannt hat, dass du weißt, was mit ihm nicht stimmt, dann bekommt er Angst und wird sich zurückziehen. Wenn du ihm das nicht klar signalisierst, wenn du immer versuchst mit einem gewissen Puffer, ihm bestimmte Sachen zu sagen, damit er dabei nicht verletzt ist, er wird es einfach nicht verstehen. Er wird so tun, als ob er bestimmte Sachen versteht. Es wird bei ihm einfach nicht ankommen. Leider kommen bestimmte Sachen bei Individuen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung nur dann an, wenn man auch selbst extrem verletzend und beleidigend dabei ist. Das passiert, wenn man selbst in einer unglaublichen Notlage ist, ausgelöst durch den Narzissten und keine andere Möglichkeit sieht, da rauszukommen.
dann wird natürlich der Narzisst auf ewig eine Entschuldigung zurückerwarten von dir. Wenn du es also mit einem Individuum zu tun hast, die narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, gib die Hoffnung auf, jemals durchdringen zu können. Gib die Hoffnung auf, jemals wieder harmonisch mit ihm reden zu können, mit einer gewissen Tiefe. Solltet ihr tatsächlich wieder aufeinander stoßen, miteinander reden, es wird unglaublich oberflächlich sein. Du spürst förmlich heraus, es ist so zerbrechlich gerade. Sobald ich etwas anspreche, was nur ansatzweise eine Tiefe beinhaltet, dann wird es komplett auseinanderbrechen. Narzissten warten darauf, dir zu sagen, weshalb alles deine Schuld ist, warum du nur verstehen musst. Es ist auch immer weiter enttäuschend und verletzend zu sehen, dass ein Narzisst nicht daran interessiert ist, gemeinsam eine Beziehung aufzubauen, sondern nur daran interessiert ist, nicht die Schuld zu tragen. Wenn ihr dabei seid, einfach nur weiterzuschreien, denn oftmals erwartet man schon gar keine Entschuldigung mehr vom Narzissten. Man möchte einfach nur wieder zusammenfinden und weitermachen. Er wird es immer weiter aufbringen. Er muss dir einfach sagen, dass es deine Schuld ist. Du musst verstehen, dass es deine Schuld ist. Und du musst verstehen, dass du bleiben sollst, denn sonst bist du anstrengend. Pass deine Erwartungshaltung an. Narzissten können an sich nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Wenn sie könnten, sie würden unglaublich gerne aufhören damit. Menschen, die narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, sind gequälte Menschen und hatten eine absolut schlimme Kindheit. Man wird nicht mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung geboren. Es ist absolut ausgeschlossen. Man wird nicht mit einem zerstörten Selbstwert geboren. Man wird mit Tendenzen dahin geboren. Absolut. Es wird auch genauso kein Mensch mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung geboren. Es ist ausgeschlossen. Menschen werden mit Tendenzen dazu geboren. Manche Menschen sind viel schneller in einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung drin oder in einer Borderline-Persönlichkeitsstörung drin. Es ist wichtig hier zu verstehen, dass sich das Narzissten nicht aussuchen, dass sie gequält sind vom Leben. Das gibt dir auch tatsächlich eine gewisse Genugtuung. Er war so schlimm zu mir. Er kann aber nichts dafür, weil er selbst so unglaublich leidet. Ich würde ihm gerne helfen, ich kann ihm nicht helfen. Egal, was er mir angetan hat, sein Leben im Großen und Ganzen ist schlimmer, auch wenn er es komplett verdrängt und nachts scheinbar ruhig schlafen kann. Es gibt einen unglaublich großen Unterschied, das Verhalten von Narzissten zu verstehen und das innere Denken eines Narzissten zu verstehen. Das benötigt viel, viel mehr Reflexion und das benötigt, dass du dich viel tiefgründiger mit der Thematik auseinandersetzt und auch ein bisschen weggehst von dem oberflächlichen sich über Narzissten aufregen, nenne ich das einfach mal. Was bei YouTube vor allem gut ankommt, ist mit dem Finger zu zeigen. Narzissten sind Teufel, Narzissten sind böse, Narzissten verhalten sich böse. Ich kann absolut verstehen, dass man denkt, dass Narzissten Teufel sind und es gibt diese Phase, da will ich dich auch nicht im geringsten davon abhalten, diese Wut zu spüren und auszuleben. Sei aber vorsichtig, wenn es darauf ankommt, dir Videos anzuschauen, so bricht ein entwickelter Empath den Narzissten. Das ist viel zu schwarz und weiß. Es gibt einen Grund, weshalb du dich überhaupt auf einen Narzissten eingelassen hast, wenn du dir nicht deine Anteile anschaust, weshalb du es überhaupt zugelassen hast, dann wirst du immer weiter mit Narzissten zusammenkommen. Das verspreche ich dir, lieber Zuschauer. Und ich sage das jetzt nicht als Täterschutz, um mit dem Finger zu zeigen. Das ist ganz wichtig. Ich sage das, weil ich ehrlich helfen möchte. Ich weiß, was hilft. Ich weiß, wie du da rauskommen kannst und sich immer weiter darüber aufregen und es schwarz und weiß sich anzuschauen, hilft nicht. Videos sich anzuschauen, dass du ein entwickelter Empath bist, hilft nicht. Es gibt in der klinischen Psychologie nicht den Begriff entwickelter Empath. Es gibt den Begriff ängstlich vermeidendes Verhalten. Es gibt die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Wenn du sowieso schon ängstlich vermeidende Tendenzen hast, mit einem starken Narzissten zusammenkommst, der vielleicht sogar schon die narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann kann es gut sein, dass er dich in die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung hineindrückt mit seiner Kontrolle, mit seiner Störung. Sei also vorsichtig, wenn es dabei ankommt, sich immer weiter schwarz und weiß sich über Narzissten aufzuregen. Narzissten können nichts dafür. Narzissten sind nicht ausgeklügelt und denken sich darüber nach, wie kann ich dein Leben zerstören? Manche Sachen machen sie bewusst, manche Sachen machen sie ausgeklügelt. Im Großen und Ganzen handeln Narzissten triebartig und können nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Nur wenn du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt,
dann hast du die Möglichkeit, den Narzissen auch zu vergessen und nicht immer weiter dir Videos anzuschauen. Helfen die Videos auf jeden Fall und ich hoffe sogar, dass meine Videos helfen. Langfristig möchte ich aber, dass du durch meine Videos dir in Zukunft keine Videos mehr anschaust oder vielleicht einmal alle paar Monate. Ich gebe mir ehrlich Mühe, all die Informationen, die ich weiß über Narzissmus, darzulegen und nicht zurückzuhalten, weil es ein Anliegen für mich ist, dass du dich befreien kannst. Ich weiß, wie zerstörerisch es sein kann oder es ist, wenn du es mit extremen Narzissten zu tun hast. Und ich weiß, was funktioniert und ich weiß, was nicht funktioniert. Und sich selbst auch über den Narzissten zu ordnen. Ich bin gut, ich bin ein entwickelter Empath. Der Narzisst ist böse, er ist ein Teufel. Das hilft nicht, das funktioniert nicht. Versuche es auf Augenhöhe zu betrachten. Was ist passiert? Er ist ein Mensch, der eine absolut zerstörerische Kindheit erleben musste oder erlebt hat und deswegen die Hölle durchgemacht hat und in der Hölle hängen geblieben ist. Jetzt versucht er, mich in die Hölle hineinzuziehen. Warum habe ich das nicht erkannt? Narzissten sind erstmal nicht gefährlich. Und bevor du jetzt sagst, Marc, was fällt dir eigentlich ein, sowas zu sagen, möchte ich das einmal ausführen. Am Anfang zwingen dich Narzissten nicht physisch dazu zu bleiben. Sie werfen Köder raus und wenn du anfällig dafür bist, dann wirst du den Köder packen und innerlich psychisch das Gefühl haben, bleiben zu müssen, auf ihn eingehen zu müssen, nicht gehen zu dürfen. Sie werden tatsächlich gerne dir, wenn du ihn gut genug kennst und hinter verschlossenen Türen er schon eine ganz andere Person ist, dann werden Narzissten tatsächlich gerne physisch dir den Weg versperren, dass du nicht gehen kannst. Das an sich geht schon überhaupt nicht. Im Großen und Ganzen sind waschechte Narzissten nicht psychopathische Narzissten. Sie werden dich nicht festketten zu Hause. Du hast die Möglichkeit zu gehen. Wenn er anfängt, dich zu hoovern, dann hast du die Möglichkeit, den Kontaktabbruch wieder einzuleiten und ihn zu sperren, überall zu blockieren. Das ist nicht kindisch, das ist ein Schutz. Er wird so schreiben, dass du den unglaublichen Drang hast, dich zu rechtfertigen. Hier ist absolut essentiell zu verstehen. Narzissten schreiben in diesen Momenten nicht die Sachen, die sie meinen, sondern sie schreiben die Sachen, wo sie das Gefühl haben, hier ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du dann antworten wirst. Sie werden dir vielleicht vorwerfen, genau die Sachen, die er dir angetan hat. Du wirst dir denken, oh mein Gott, was fällt dir eigentlich ein? Wie kannst du so dreist sein, mir das vorzuwerfen? Ich muss das jetzt gerade stellen. Ich muss jetzt zurückschreiben und sagen, was fällt dir ein? Du hast das immer getan. Dann hast du aber verloren. Dann hast du angebissen beim Köder. Denn dann hat er die Möglichkeit, auf deine Antwort wieder zu antworten. Er meint die Sachen nicht, die er schreibt. Das hilft so unglaublich sehr, das zu verstehen. Wenn er etwas geschrieben hat und du den unglaublichen Drang hast, zurückzuschreiben. Einmal durchatmen. Er meint es nicht. Er schreibt das nur, weil er glaubt, dass du deswegen dann zurückantwortest und er dann die Kommunikation wieder einleiten kannst. Das hilft, dass du bei dir selbst bleiben kannst und sagen kannst, das ist der Narzissmus. Ich will gar nicht erst verstehen, weshalb er das geschrieben hat, was dahinter steckt. Ich muss nur verstehen, dass er es nicht ehrlich meint und dass er nur möchte, dass ich zurückschreibe. Das ist das Einzige, was ich hier verstehen muss. Irgendwann wird auch ein Punkt erreicht sein, wenn du narzisstischen Missbrauch aus deiner Kindheit kennst, dass du immer wieder mit Narzissten zu tun hast. Da muss der Punkt irgendwann gekommen sein, wo du dir die Frage stellst, stopp mal, das ist nicht normal. Das kann kein Zufall sein. Tun mir diese Menschen schlimme Sachen an? Absolut ja. Zwingen mich die Menschen dazu, mich auf sie einzulassen? Und die Antwort ist nein. Wenn du also erkannt hast, dass du gehen darfst, dass du nicht antworten darfst, dann werden Narzissten auf einmal zu ganz ungefährlichen Menschen, die anstrengend sind. Wenn du dann aber direkt von Anfang an signalisierst, will ich nicht, stopp, ist mir egal, wie es dir dabei geht, du tust mir nicht gut, ich möchte meine Distanz haben. Auf einmal sind unglaublich gefährliche Menschen, die Leben zerstören können, einfach nur anstrengende Menschen, die nicht mehr gefährlich sind. Das geht aber nur, wenn du dich mit deinen Glaubenssätzen auseinandersetzt, die du von deiner Kindheit her mitbekommen hast. Wenn du Hilfe haben möchtest dabei, deine Glaubenssätze überhaupt zu finden und diese zu überarbeiten, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Du kannst auch gerne mit unseren psychologischen Beratern einen Termin ausmachen, wo die Kosten bei 40 Euro sind. Du hast dabei übrigens ein Anrecht auf ein 20-minütiges kostenloses Erstgespräch. Wenn ich dir helfen konnte und wenn ich dir insgesamt helfen kann mit meinen Videos, dann würde ich mich sehr gerne über ein Like freuen. Schreib gerne in die Kommentare, kommt dir das bekannt vor? Hast du an irgendeinem Punkt noch etwas hinzuzufügen, wo die Ausführung noch nicht gereicht hat, dann schreib das gerne in die Kommentare. Abonniere
abonniere auch gerne unseren Kanal, mach das Glöckchen weg, damit du benachrichtigt wirst, wann unser neuer Beitrag für dich bereit ist zu Narzissmus oder allgemein psychologischen Themen, nämlich fast täglich um 18.30 Uhr. Trag das in den Kalender ein, mach einen großen roten Kreis darum. Es ist 18.30 Uhr, hat Psych Online ein neues Video hochgeladen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bleib stark und bis zum nächsten Mal.